Herr Moser, wir stehen heute beim Baum der Weisheit und Sie haben sich da schon ein bisschen in Verbindung gesetzt und hat er schon ein bisschen was bekannt gegeben, wer die nächste Regierung sein wird in Österreich. Wir stehen hier zwar beim Baum der Weisheit, aber gleich links neben ist die Blumenuhr und man kann auch sagen, dass in Kürze die Uhr für diese Regierung abgelaufen ist. Und zwar deshalb, weil die Grünen in der Regierung ja derartiges Chaos hinterlassen. Unvorstellbar. Frau Gewessler mit fast 5 Millionen Euro für ihre Homepage. Eine Unmenge von Privatflügen, wo CO2 ausgestoßen wird und. Dann die CO2-Steuer. Also bitte die Grünen weg aus sämtlichen Regierungen in Europa, weil das Ampelchaos in Deutschland ist noch ein Musterbeispiel dafür, dass die Grünen in der Regierung nichts verloren haben. Wobei die ÖVP nicht alles schlecht macht. Und der Nehammer, tut mir leid, hat ein Kurzerbe angetreten. Der Finanzminister ist gut. Noch besser ist die Verteidigungsministerin, die hat dem Bundesheer wieder nach vielen unklugen Aktionen ihrer Vorgänger ein neues Licht gegeben, also neuen Aufschwung gegeben, fördert auch die heimische Wirtschaft. Das ist alles nicht so schlecht, was die ÖVP in diesem Fall gemacht hat. Da kommen wir schon zu einem nächsten Punkt, die heimische Wirtschaft. Wir haben ja Corona hinter uns. Wie ist denn Ihre Prognose, wie es wirtschaftlich weitergehen wird? Dann nehmen Sie die Wirtschaft in Wales, hier ist die Arbeitslosenrate wieder gestiegen. Die Baubranche liegt am Boden. Die Sparkasse macht zwar demnächst Gott sei Dank eine Aktion, wo wieder der Wohnbau gefördert wird, aber die heimischen Baubetriebe, ganz wurscht, ob im Osten, im Westen oder sonst wo, im Norden von Wales, kämpfen schwer mit unverkauften Wohnungen. Die Heimstätte ist so ein rettender Anker. Vielleicht kauft die Heimstätte dann diese Wohnungen alle auf, die heute unverkauft sind von den privaten Baufirmen und wo man hört, dass schon einige große Firmen wirklich vor schweren Problemen stehen. Die Wirtschaft kriselt also, da gibt es die SPÖ, die sagt, naja, die Leute sollten weniger arbeiten, eine gute Idee? Ja, die SPÖ soll weniger arbeiten, weil dann kann sie weniger anstellen. Wenn man dem Pablo zuhört, das ist ja wirklich ein Märchen aus 1001 Nacht. Die Frau Edstadler hat sich etwas unglücklich ausgedrückt, weil es will ja heutzutage keiner mehr arbeiten. Oder fast keiner mehr. Es gibt schon vernünftige Leute, die auch in der Pension weiterarbeiten. Aber nehmen Sie das Beispiel zum Beispiel, dass heute ein Arbeitsloser mindestens 1200 Euro kriegt und dann lässt er sich geringfügig anmelden und kommt dann fast mit Schwarzarbeit noch auf 2.500, 3.000 Euro. Dann ist das für die Wurst. Also auch die Senkung der Lohnnebenkosten kann man darüber diskutieren. Aber die Leute verstehen nicht, dass die Lohnnebenkosten ja auch die Sozialversicherungen erhalten und die Sozialleistungen. Ein wirtschaftliches Sorgenkind in Österreich ist ja auch die Auer. Die schreibt derzeit Verluste, aber die Belegschaft, die wollte trotzdem mehr Geld. Die Gewerkschaft, die Funktionäre sind sich in den allerwertesten Zwicken und Auer sagen, weil es wird demnächst wahrscheinlich wieder Entlassungen geben, weil mit fast 20% Lohnerhöhung und bei 122 Millionen Verlust im ersten Quartal kann man Unternehmen nicht führen. Jeder Privatwirtschaftsbetreibende würde bei solchen Verlusten, wenn er das weiterführt und Gehaltserhöhungen gibt, in den Konkurs geschickt und kriegt ein Konkursverfahren. Wirtschaftlich tätig zu sein, besonders selbstständig, das ist ja immer mit sehr viel Risiko verbunden. Wenn man es aber zusammenbringt, dann kann man auch sehr viel Geld verdienen. Und wenn das dann so ist und man seine Steuern bezahlt hat, hat man vielleicht ein paar Millionen am Konto. Und da gibt es jetzt auch schon wieder den Neid, und denen soll man noch einmal was wegnehmen. Ist das eine seriöse Kritik oder ist das reiner Neid? Also alle Gewinne wurden bereits 5-mal vorher oder 10-mal vorher besteuert durch alle möglichen Steuern. Musterbeispiel der Mateschitz, Didi Mateschitz ist leider verstorben. Alle Arbeiten, die ich mit ihm gemacht habe, war nie mit einem Papiervertrag, sondern mit Handschlagqualität. In einer Woche hat es das Geld gegeben. Und dem Mateschitz oder der Erbschaft jetzt noch was wegzunehmen, einer der größten Frechheiten. Noch dazu, wo Mateschitz für die Steiermark, für Österreich, für das Sozialsystem und für alles Mögliche so viel geleistet hat. Das Gleiche mit einem Motorradhersteller aus dem Salzkammer, also aus dem Innviertel, den man in der Zeit im Bild als erste Meldung namentlich sogar nennt und sagt, also er muss 8 Millionen Steuern nachzahlen. Hat auch freiwillig gemacht, weil der Steuerberater einen Bock gebaut hat. Und beschäftigt wurde über 5000 Leute in Mattighofen. Und das ist auch alles Neidgesellschaft. Und es arbeitet schon 400 Leute weniger dort in Kürze, weil die Produktion nach China geht. Und es wird vielen anderen Betrieben auch passieren.
Ja, kommen wir zum Schluss noch einmal zurück in die Bundespolitik. Schauen wir in die Zukunft. Es wird ja bald auch gewählt. Wie wird denn die nächste Regierung aussehen und wer werden denn dann dort die handelnden Personen sein? Ja, wenn man den Umfragen glauben kann, wird Herbert Kickl diese Wahl gewinnen. Dann wird er ein bisschen herumgedoktert werden. Die ÖVP wird dann hoffentlich mitspielen, vielleicht mit einer anderen Besatzung, weil die Regierung Schwarz-Blau war ja nicht so schlecht, war eine der besten Regierungen. Wenn man aber jetzt schon hört, dass ein gewisser Michael Gruber als Landesparteisekretär, als geheimer Verteidigungsminister geführt wird, dann lieber Michael Gruber, dann bemühe ich morgen ich mich als UNO-Generalsekretär, weil da ist dann die UNO besser aufgehoben als das Bundesheer, bei dir auch, wenn du Vizeleutnant bist in der Armee. Marco Bogo, die Bierpartei ist auch eine Partei für Österreich, nach der Heimbuchner ja bereits ein Glas Bier oder ein Doppelliter ausgetrunken hat, kann ich mir vorstellen, um der FPÖ, meinen Freunden, die Versprechungen machen, da nicht halten, vielleicht den Marco Bogo massiv hier in Oberösterreich zu unterstützen. Würde mich freuen, wenn ich der FPÖ Oberösterreich, speziell den Dampfplauderern, ein paar Stimmen wegnehmen könnte. Ich kann mir vorstellen, den Marco Bogo zu unterstützen. Bevor aber diese Wahlen geschlagen werden, gibt es natürlich auch noch diverse Schmutzkübelkampagnen, wie man ja derzeit aktuell auch sieht. Ja, in Wales haben wir die Weiße Möwe, da gibt es einen Hangar, da fliegen können komische Vögel drinnen herum, unter anderem eine Nachteile. Da wird jener ÖVP-Politiker dort seine Namenstagsfeier nach der nächsten Wahl machen, weil der Mann mit der globigsten Frisur, der jetzt einen blonden Scheitel führt, fast eine arische Frisur, kann da dort seine Geburtstag oder seine Namenstagsfeier feiern und nach der nächsten Wahl ist ja Geschichte. Was sollte denn die FPÖ, wie derzeit in den Medien gesagt, in Österreich so für die Russen spionieren? Ja, vielleicht, wer ist Mitglied bei der Buchgemeinschaft Donnerland oder bei der Bausparkasse Wüstenrot? Diese Daten, dieser Geheimdienst in Österreich, Geheimdienste sind aufeinander angewiesen und da wird der eine dem anderen ein paar Namen genannt haben, was komplett für die Katz ist. Weil, was will man in Österreich ausspionieren? Die Kennzeichen vielleicht vom Nachbar oder welche Hundemarke das hat, welche Hunderasse. Eine vollkommene Idiotie, diesen Untersuchungsausschuss einzurichten. Eine Idee vom Stocker und Hanger. Und Hanger ist ja demnächst sowieso Geschichte und feiert seinen Namenstag im Hanger der Weißen Möwe in Wales.